Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zum großen Reset, zum großen Umzug, zum großen Neustart des 625er Reefers, ja, nach circa 2 Jahren. Warum, weshalb, wieso, erkläre ich euch gleich, zeige euch auch nochmal alles und wenn euch das interessiert, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, danke fürs Dranbleiben und wir gehen dann auch schon mal direkt ja, ans Eingemachte in medias res. Viele haben mich angeschrieben, viele haben gesagt, warum machst du das? Dieses Becken sieht doch so toll aus, wie es vorher aussah und es ist ein wirklich wunderschönes Becken. Es ist toll gewachsen, es hat sich in diesen 2 Jahren nach dem Umzug von dem 460er Pool in diese Größe hier in den Reefer prächtig entwickelt und viele haben gesagt, dieses Becken sieht richtig geil aus, das sieht toll aus. Ich kann Ihnen auch da im Endeffekt zustimmen, es ist so, es ist wirklich geil, das Becken. Aber ich habe ein entscheidendes Problem und das blende ich euch jetzt mal eben ein. Ich muss gerade eben schauen. Und zwar ist das die gemeine Seeaster. Das ist eine Anemone. Eine Mini-Anemone, die ungefähr, ich sag mal, so groß werden kann. Und diese kleine süße Anemone, die übrigens auch von einigen Händlern verkauft wird, habe ich gesehen, müsst ihr mal nachgucken. Gibt Seeaster kaufen ein? Es gibt tatsächlich Leute, die diese Plage verkaufen. Auch Händler, aber egal. Diese Anemone ist unter guten Bedingungen und ich behaupte jetzt ganz einfach stock und steif mal, dass das mein Becken hergegeben hat, extrem gut gewachsen. Wie jede Anemone setzt sie sich auf Gestein fest, setzt sich dahin, wo sie sich wohlfühlt, lässt sich durchs Wasser treiben, das machen die andere Anemonen genauso. Und jede Anemone, schon gesagt, vernesselt sie auch. Hat extreme Nesselgifte. Und sie hat die unangenehme Eigenschaft, sich grundsätzlich immer dahin zu setzen, wo, ich sage es mal, ein kleines bisschen Strömung ist, wo sie so gerade hinkommt, wo nacktes Gestein ist. Eigentlich ist ja gar nicht so schlecht, aber an dieser Stelle werden die größer. Und wenn die dann größer werden, kommen die dann hier und da auch an das Gewebe des, ich sage es mal, von anderen Tieren dran, vernesseln die. Genauso wie es große Anemonen auch tun. Und da habe ich auch mal ein passendes Bild zu. Wie es dann aussieht, wie wenn die Anemonen sich dann so richtig schön breit gemacht haben. Hier oben an meiner, ich glaube das ist eine Valida, weiß ich nicht genau. Aber das ist zum Beispiel ein Feld, was eigentlich relativ einfach abzuernten ist. Habe ich auch schon mehrfach gemacht, aber die Tierchen sitzen an all diesen Stellen, wo man nicht drankommt. Und wie gesagt, wenn eine gewisse Population erreicht ist, dann geht die Vermehrungsrate exponentiell nach oben. Und genau das war das Problem. Ich habe es, ich sage mal, 2 Jahre einigermaßen in den Griff gehalten. Da gibt es auch ein Video zu, wie man diese Tierchen entfernt. Am besten, das geht mit Calciumhydroxid, glaube ich, war das. Und ja, das ist der Grund, weil ich mittlerweile so viele Tiere drin habe, die wirklich gut gewachsen sind, wo ich keine Lust habe, dass ich die vernesseln und. Ich dieser Plage, wenn man hier mal die Hysterix sieht, die grüne Hysterix, das ist alles, also der komplette untere Bereich, das sind alles Seeastern. Ja, die habe ich irgendwo reingesteckt und die sind die schwupps dran und die hängen überall zwischen. Oder beziehungsweise hingen überall zwischen. Ja, nichtsdestotrotz, da musste was getan werden, wenn ich nicht einen Großteil meiner schönen Korallen verlieren wollte. Es gibt auch genug Beispiele, dass andere das auch machen mussten. Es gibt die Möglichkeit, habe ich auch von vielen gehört, hol dir doch einen Falterfisch rein. Genauen Namen blende ich euch noch mit ein. Das ist eine Möglichkeit, ja. Aber ihr müsst auch gleichzeitig sehen, dass man
pauschal gesagt, erstmal alle LPS rausholen kann. Alles, was weich ist und alles, was langpolypig ist. Da geht das Tier dran oder die Tiere. Am besten holt man sich ein Pärchen, dann geht das in Anführungszeichen wahrscheinlich relativ flott. Ja, wenn ich das aber gemacht hätte, wäre mein Becken fast leer gewesen. Und ja, das zur Einleitung. Jetzt kam dann die Frage auf, was macht man? Wie geht man vor? Wie bereitet man, wie versucht man so ein Becken A, zeitnah, B, schonend für die Tiere und C, schonend für denjenigen, der davor steht, umzusetzen bzw. umzuziehen. Da kam ich dann auf die Idee, ja, ich bräuchte nach Möglichkeit ein kleines Übergangsbecken. Und nach ein bisschen hin und her suchen, haben wir da auch eins gefunden. Das blende ich euch da mal ein. Das ist ein kleines Ablegerbecken, kleines Gut, 1,50 Meter an 80 an 33. Ideale Voraussetzung schon mal dafür geschaffen, dass ich alle Korallen und alle Fische in ein Behältnis reinpacken kann. Das nächste, was dann halt gemacht werden musste, was ich mit Norbert damals besprochen habe, ist, dass ich das Wasser auffange. Einmal eine Woche vorher 200 Liter Wasser gewechselt und diese 200 Liter Wasser hier in diesen Tonnen, wie ihr seht, aufgefangen. In der rechten Tonne ist das Wasser drin. In der linken Tonne wollte ich dann noch neues Wasser ansetzen. Und das ist dann dementsprechend ja, erstmal so abgelaufen. Das Wasser ist gelagert, wurde gelagert eine Woche lang und habe es dann nachdem wir dann hingegangen sind, das Becken ins Wohnzimmer dann gestellt haben, am Tag X, also sprich an dem Freitag, wo wir gestartet haben, haben das Wasser dann vorgewärmt und gecycelt bis zu dem Zeitpunkt und dann an dem Tag hochgepumpt, so damit wir das gleiche Milieu hatten oder in Anführungszeichen das gleiche Milieu. Ich habe es grob überprüft, es passte noch soweit, das war in Ordnung und ja, das war dann schon mal eine Grundvoraussetzung. Die nächste Grundvoraussetzung, da blende ich jetzt einfach mal über und das schauen wir uns mal zusammen an. Und zwar ist das das Gespräch bzw. der Aufbau und die Entstehung des Riffs beim Norbert Dammers bei Atoll, also sprich in seiner Werkstatt in Hilden. Und da sind wir dann halt hingegangen und haben uns das Ganze dann aufgebaut, geguckt, was können wir machen. Er hat ja auch noch was Neues im Petto, also sprich mit Riffästen. Das haben wir auch probiert, zeige ich euch jetzt nicht. Da machen wir gegebenenfalls ein separates Video drüber, falls er das möchte. Ja, da sind wir dann halt hingegangen und haben geguckt, wie bauen wir das Riff auf. Und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Na, lass den weg oder machst du jetzt dafür anstatt den Lange. Machst du jetzt mal eine Höhle drunter, ist ja alles auf, dann hast du noch ein bisschen mehr Sandzone. Das kannst du ja alles noch austricksen. Das Schöne an der Sache ist, man kann mit diesen E-Brief echt richtig geile Sachen machen. Das ist, er kann natürlich jetzt zum Testen, zum Aufbau, kann man natürlich jetzt extrem aus dem Vollen schöpfen da vor Ort. Und dann sieht man auch genau, was man braucht. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, hinzugehen und das Ganze als Komplettpakete zu kaufen. Dann muss man aber mit dem klarkommen, was man da hat. Finde ich einerseits eine gute Sache, wenn man halt nicht die Möglichkeit hat, bei ihm persönlich vorbeizufahren. Aber andersrum gesehen ist das natürlich die individuellste Möglichkeit. Wenn ich mir das anschaue, was er da gerade mal eben innerhalb kurzer Zeit zusammengebastelt hat, umgestellt, das ist schon echt Wahnsinn. Ja, aber das baue ich dir in einer halben Stunde auf. Den, zack, 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 zack. Das ist ruckzuck, ich habe es ja selber gesehen. Ja. Ich habe mal, weiß nicht, wie viele Dinge ich jetzt schon gemacht habe. Weißt du, wenn ich da in Luxemburg war? 2,80 Meter, das muss man sich mal wegtun. 2,80 Meter mal 2,80 Meter baut er innerhalb von einer Stunde auf. Wenn du dann mal hingehst, dann kannst du immer noch hin und sagen, pass auf den einen, ja, und das macht ja dann die Koralle aus, weil in dem Moment, wo du jetzt hier oben so eine kleine Säule draufsetzt, dann hast du nochmal so eine Top-Säule der Welt. Weißt du, dann, ich habe sie jetzt nicht mitgenommen. Dann machst du da oben, weiß ich, eine Koralle, die besonders, damit die Höhenunterschiede hat, weil die kommen ja sowieso später durch deine Korallen. Ja. Na, aber so wäre zum Beispiel eine Option, sowas zu bauen, ne?
ist ja dann... Das wäre eine Option. Die Option hat mir echt schon sehr, sehr gut gefallen. Und es ist ja ansatzweise auch so geworden, wie ich es jetzt im Moment habe. Ich finde es immer noch luftig. Es sind Steine drin, ja, aber es ist noch luftig. Es ist noch luftig. Ja. Und ob so Steine dann da untergehen, ob die jetzt so... Na, aber die hast du ein bisschen weggehen. Den hast du jetzt zweimal hier, da könnte man einen anderen nehmen, damit er nicht so symmetrisch ist. Wobei, wenn du hier einen großen Stein drauflegst, ja, ist es sowieso weg. Die muss ja... Die haben hier auch einen Einraster. Diesen Einraster habe ich übrigens vergeblich gesucht. Dann habe ich den ich habe ihn nicht gefunden. Das Geilste an der ganzen Sache ist, man kann es da testweise aufbauen. Man kann es fotografieren. Man kann die Grundaufbau fotografieren. Ich wette mit euch, ihr kriegt es nicht so hundertprozentig wie da wieder hin. Aber wir haben auch ein bisschen gebraucht. Und die schreibt es halt ein bisschen weiter und der geht von mir das Ganze ein. Wobei ich den immer nicht mit dem... Mit dem Dingens sehe, dann sehe ich den eigentlich immer so. Ja, so ist definitiv besser. Da hast du dann auch mehr Fläche dann im oberen Bereich. Aber es ist ja zufälligerweise gerade so gefallen. Lass bei dem mal einfach so, wenn jetzt nicht ganz runterfährt, der Idiot. Ja, das ist dann nur ein kleines bisschen das Riff verrutscht und schon sieht es dann wieder ein bisschen anders aus und auch immer noch geil. Das ist also, dieses Epo-Riff ist sowas von ja, individuell aufbaubar, obwohl es modular ist. Ich sage jetzt mal, immer die gleichen Steine, aber so viele Möglichkeiten. Ja. Wie jetzt zum Beispiel mal eben da oben ein Steinchen drauf, das ist zack, das ganze Riff schon wieder komplett anders. Das ist echt geil. Wenn ich jetzt sage, ich lasse hier unten hier eine Koralle hochwachsen und hier hänge ich eine ab. Wofür brauche ich denn da noch? Da bin ich ja heute hingegangen und hatte gedacht, ich müsste eins von diesen Löchern noch ein bisschen zumachen. Ich wollte so ein kleines bisschen mehr Stellfläche haben, aber es ist gar nicht nötig. So, dann machst du hier, dann kannst du ja, das weiß ich ja, du bist ja morgen mit allem Wasser gewaschen. Machst du hier eine hin, dann ist dieser Ball frei. Das ist geil, weil dann hast du diese tiefen Löcher. Mhm. Alles andere sieht immer aus wie 80er Jahre Südtirol. Ja, sprich wie mein Becken im Moment war. Dann, weil die Biomasse natürlich zunimmt, dann schneidest du ja auch irgendwann raus. Und da hast dann hier unten so, was ich hier, machst hier oben so eine Tischkoralle rein oder irgendwas anderes oder, ne? Oder eine SBS. Das kommt ja dann. Selbst hier vorne in die Gabel kannst du so ein Ding reinkriegen. Da bist du doch Spezialist für. Ja. Und dann gucken da deine Videos dann, wie du das machen willst. Also da wäre ich vorsichtig, dass du nicht zuführst. Weil von der Kilozahl her ist das schon 18 Kilo. Ich habe immer so ein Verhältnis jetzt Kilo zu Liter. Pi mal Daumen, wenn das knappe 350 ist, Euro im Moment noch bei dieser Version. Das wirkt hier wie so ein Bogen, so sieht der rum. Das ist geil, das ist rattenscharf und darunter schwebt alles. Das würde ich mir nie zubauen, nie. Okay. Dann würde ich lieber sagen, weißt du was, dann mache ich mir hier unten ein paar Steine hin, dann mache ich mir eine kleine Mini-Insel hier rein, beispielsweise, weil das Licht hast du ja auch genug. Da kannst du lieber sagen, ich mache mir, bevor ich mir so was hier mache, gehen noch weg. Setz mir hier vorne nochmal eine kleine Insel rein und lass hier nochmal so drei Korallen rauskommen. Aber auch wieder als Insel. Mhm. Ja, aber das würde ich so, dieses Untertropfen, das finde ich immer genial. Wir haben früher mal ein Becken gehabt vom Kumpel, da hat der Kumpel eine Xenien gehabt. Das ist auch eine geile Sache. Saßen hier oben auf der Spitze und dann haben wir so einen Stein geklebt, der war da drüben. Die haben sich aber nicht berührt. Mhm. Dann hat der aber auf dieselbe Stelle auch drüben auch Pumpen eine Xenie gemacht und unten am Boden haben wir auch eine hingelegt. Das sah aus, als wenn der Spieler kam rein, oh, da ist ein Stein runtergefallen. Nee, warte, das ist so. Weißt du, was ich meine? Ja. Das finde ich cool, sowas. Ne? Ja, weil da siehst du ja in der Natur auch. Das wirkt bestimmt auch sehr, sehr geil. Da hast du wohl recht. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, also das war echt ein Erlebnis da beim Norbert vor Ort, zu sehen, wie schnell er mal eben ein Riff aufbaut, mit diesen Steinen zack, 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 die Grundplatten hingestellt, da ein Brückenstein drauf, da ein Brückenstein drauf, da ein Brückenstein drauf, dann hat man schon die entsprechenden Grundvoraussetzungen und dann einfach nur die Brücken oben drauf, die kann man dann auch noch ein bisschen drehen, ein bisschen versetzen. Viele werden jetzt sagen, ach, warum denn jetzt unbedingt Epo-Riff? Ja, ganz einfach, Leute. Aus dem einfachen Grund, weil das mit meinem Projektbecken sehr, sehr gut funktioniert hat und immer noch funktioniert. Das Becken läuft jetzt mittlerweile autark mit minimalem Zusatz von Nährstoffen. Ganz minimal. Und das ist ja jetzt schon eine, ich sag mal, eine Version, die etwas überarbeitet wurde, wo die Körnung schon ein kleines bisschen runtergenommen wurde. Ich habe an dem Tag, wo ich das Riff Gestein abgeholt habe, die neue Version gesehen, die jetzt noch in Anführungszeichen in 4 bis 6 Wochen wahrscheinlich rauskommt. Also er fängt jetzt an zu produzieren und die ist noch feiner von der Körnung her. Das heißt, es ist noch weniger Oberfläche für die Bakterien, für Biomasse und es ist somit noch viel, viel einfacher zu handeln. Und deshalb Epo-Riff. Da ich einen sehr großen Fischbestand habe, da ich auch ziemlich viel Fütter, also sprich Massen an Futter ins Becken reinpacke,
ist für mich genau diese Eigenschaft des Epo-Reefs, dass halt im Inneren sich Biomasse ansiedelt, die mir meine Stoffe verstoffwechselt, also sprich das Phosphat und Nitrat so ein kleines bisschen runterzieht. Und ich halt sorgen muss, dass ich es halt oben halte. Das mache ich lieber, als wenn ich tatsächlich zu viel habe und weiß nicht, wie ich es rauskriege. Und alles in allem, wenn ich mir meinen jetzigen Riffaufbau bei ihm vor Ort anschaue, was wir da jetzt ja gebaut haben, das ist, wie er es schon sagte, rattenscharf. Das ist absolut genial. Die Seite sieht sowas von genial aus, muss man sich eigentlich nicht drüber unterhalten. Ja, das nächste im Endeffekt, was wir an der Vorbereitung brauchten, war pauschal gesagt erstmal mein Lieblingsgerät bzw. Hilfsmittel, und zwar der Klebstoff. Ihr seht, sind hier Sekundenklebertuben, 20 Gramm jeweils. Davon habe ich für das komplette Riff, lasst mich nicht lügen, ich glaube 11 Stück verballert. Damit habe ich das komplette Riff geklebt, damit habe ich die kompletten Korallen geklebt. Alles gut, alles toll. Was brauchen wir noch? Ich habe gesagt, ich brauche neuen Sand. Da habe ich mich für die Tonga Perls entschieden, von der Firma Aquamedic. Und habe mir da auch den großen 10 Kilo Sack bei Mutze bestellt. Ich hatte noch 5 Kilo hier. Aber das war mir zu wenig insgesamt. Also es sind so Pi mal Daumen, im Nachhinein sind so knapp 12 Kilo reingegangen. Was natürlich wichtig ist an der ganzen Sache, sie müssen sehr, sehr gut ausgewaschen werden. Ich habe tatsächlich gemerkt, aus dem großen 10 Kilo Sack durch die ganze Bewegung und war unheimlich viel Abrieb drin. Muss man tatsächlich hingehen und sehr, sehr gut auswaschen. Aber alles in allem ist es halt auch wichtig, da habe ich auch von vielen Leuten gehört, ja, warum die Tonga-Perls? Ich habe die wieder rausgeschmissen, die waren Mist. Ich kann es im Projektbecken tatsächlich nicht bestätigen, dass die Mist sind. Ich habe natürlich die Problematik im Projektbecken, dass ich keine Fische habe, die mir das Ganze durcharbeiten. Weil das ist eine Grundvoraussetzung, dass diese Perlchen auch weiß bleiben, beziehungsweise dass die Algen darunter kommen. Wenn man natürlich nichts durcharbeitet, kein Tier hat, was im Endeffekt diese Perlen bearbeiten kann, dann setzen die an. Dann ist es natürlich klar, kann ich euch auch mal eben noch kurz ein Bild vom Projektbecken einblenden. Da seht ihr im vorderen Teil, da sind sie etwas dunkler geworden. Und wenn man jetzt weiter reinguckt, da hinten, wo etwas weniger Licht hinkommt, da sind sie etwas heller. Es ist nun mal so, dass wenn Sand oder in dem Fall die Tonga-Perls nicht bewegt werden wird oder nicht bearbeitet wird, dann setzen die an. Das ist mit jedem Bodengrund so. So, dann hatten auch viele gesagt, die backen zusammen. Ja, wenn keiner da ist, der diesen Bodengrund durcharbeitet, dann backt jeder Bodengrund zusammen. Das ist nicht nur bei den Tonga-Perls so. Also ich werde das im Auge behalten. Ich werde euch auch die ganzen Details dazu zeigen. Ihr kennt das von mir. Und ich versuche mal mit diesem Mythos aufzuräumen, weil ich finde diese Tonka-Perls sehr geil, aus dem ganz einfachen Grund, die geben nichts ab. Die sind komplett, ich sage es mal, wertneutral. Wenn ich mir einen Sand reinhole, egal von welcher Firma, da ist immer irgendwas drin, beziehungsweise es wird irgendwas abgegeben, ob das jetzt KH ist, ob das Magnesium ist. Ich will da jetzt auch auf nichts weiter eingehen. Ich weiß aber, dass ich bei den Tonga-Perls im Projektbecken, da war nichts, da war nada. Daher diese Wahl. Aber das nächste, was wir in der Vorbereitung brauchten, ist natürlich das Wechselwasser. Und da bin ich mittlerweile von der Schiene Salz weggegangen. Aus dem ganz einfachen Grund, Entschuldigung, wenn man jetzt, ja, jetzt mal ganz doof gesagt, eine Charge Salz hat und in diesem Salz muss ein Körnchen Vanadium drin sein. Habe ich das Körnchen jetzt in dem Sack oder ist es in dem Sack? Weiß man nicht.
Deshalb bin ich hingegangen und habe mir von ATI das Absolute Ocean gekauft. Insgesamt 3 Chargen, also jeweils 170 Liter. Entschuldigung, kurzes Break. So, da bin ich wieder. Wer viel redet, muss auch mal was trinken. 3 Chargen Absolute Ocean für jeweils 170 Liter, macht also insgesamt 510 Liter, die ich hätte wechseln können. Ein einfacher Grund: Das Absolute Ocean ist ja ein flüssiger Stoff, in dem dementsprechend alles mit ICP überprüft eingebracht wurde. Die beiden Komponenten werden zusammengemischt und ganz ehrlich gesagt, eine bessere Zusammensetzung und einen besseren Nachweis über die richtigen Inhaltsstoffe, ohne das, was zusätzlich drin ist oder sonst irgendwie was. Man hört genug von einigen, ich sag jetzt mal, Salzen, da ist das drin, da ist das drin, die Charge ist nicht gut, die Charge ist nicht gut. Bei dem Absolute Ocean ist es nicht so. Da geht die Firma ATI hin, wo? Langsam. Da geht die Firma ATI hin und mischt im Prinzip jede Komponente so, wie sie sein soll. Und wenn beides halt zusammengegeben wird, dann hat man auch exakt diese Werte, die auf der Verpackung, wie ich euch jetzt hier einblende, dann hat man diese Werte. Es ist tatsächlich dann so. Und es ist in meinen Augen das Beste, was man sich im Prinzip antun kann. Es ist natürlich auch, ich sage es mal in Anführungszeichen, eine Kostenfrage. Es ist richtig, dass es im Vergleich teurer ist, aber mal ganz ehrlich, für 170 Liter 23 Euro ausgeben, war es, glaube ich, ist in meinen Augen nicht zu viel Geld dafür, dass ich weiß, dass es alles hundertprozentig ist. Ja, was haben wir im Endeffekt noch an Vorbereitungen gebraucht? Ich habe mir Reef Plugs organisiert von der Firma PAM Aquaristic. Die finde ich gut, die sind einfach gut. Ja, kann man eigentlich nichts weiter zu sagen. Ich finde die in Ordnung, die sind oben vernünftig, ich sage mal, besandet, dass das auch der Klebstoff, egal welchen man nimmt, dort vernünftig drauf hält. Das war dann für mich ausschlaggebend, vor allem es geht schnell. Ich habe, glaube ich, montags nachts irgendwann bestellt und ich glaube, mittwochs waren die schon da. Also die waren sehr, sehr schnell. Ja, was haben wir noch auf dem Bild? Ach so, Stickstoff. Stickstoff habe ich mal in weiser Voraussicht mal dazu bestellt. Da bin ich halt hingegangen und bin den... der Empfehlung vom Norbert Dammers gefolgt. Andererseits habe ich auch für die Phosphatversorgung nehme ich das Nutrion P der Firma ATI und das werden wir jetzt mal in diesem Zusammenhang ausprobieren, wie es dann halt genau funktioniert, ob ich es brauche oder nicht, werden wir sehen. Ich habe es mir organisiert, es ist da und somit ist die, ich sag es mal, die grobe Vorbereitung erstmal abgeschlossen. Ja, das war es dann im Prinzip so an Vorbereitung und an diesem besagten Freitag ging das Ganze dann los. Da bin ich morgens früh aus der Nachtschicht gekommen, habe mich erst noch hingelegt, bin dann so bei 10 Uhr, glaube ich, irgendwann wach geworden und dann erstmal von hier aus nach Hilden gefahren und habe mir das Gestein abgeholt, was der Norbert mir vorbereitet hat. Vorbereitet heißt, er hat es bei sich in ein großes Becken gelegt und erstmal 1,5 Wochen arbeiten lassen. Also sprich, er hat im Prinzip die Steine mit Biomasse bzw. mit Biologie bestückt, sagen wir jetzt mal ganz doof. An dem Becken hat er einen Abschäumer, an dem Becken hat er eine UV-Anlage, damit auch keine Bakterienblüte entsteht, was natürlich beim EPO-Reef passieren kann, wenn man nicht aufpasst. Deshalb grundsätzlich immer mit UV arbeiten, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, nach Hause, also er hat sie mir eingepackt, feucht gehalten das Ganze und als ich dann wieder zurückgekommen bin, haben wir das dann hier direkt unter Wasser gesetzt. Ich habe diese Steine im Prinzip behandelt wie Lebendgestein. Und heute am, lasst mich nicht lügen, Mittwoch
ist immer noch nichts Negatives bisher von den Steinen aufgetreten. Also sprich, ich hatte ja zum Beispiel beim Projektbecken, habe ich ja diese Anemonenhöhle nachgesetzt, die er mir da als Unikat angefertigt hatte. Und die war nicht gewässert, die war nicht so lange gewässert. Und da konnte man dann sehen, die haben wir eingesetzt und da kam dann wie so ein Bakterienfilm drauf. Und genau dieses, ich sag's mal, Besetzen mit Bakterien, beziehungsweise Besiedeln mit Bakterien, das hat er im Prinzip für mich gemacht, hat die Steine gereinigt. Es ist eine kleine Grundbiologie drin, die unterstützen soll. Und ja, dann ging es dann an dem Tag los. Kam dann der Kollege vorbei, jetzt muss ich gerade eben mal gucken, wo wir hier sind. Und dann haben wir dann mal eben erstmal im Wohnzimmer das Ganze aufgebaut. Da habe ich ein kleines Video zu. Das blende ich euch dann jetzt mal.